Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ars Vivendi. Heute bin ich hier zusammen mit einer sehr besonderen Frau an einem sehr besonderen Ort. Und wir haben heute einige Themen aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu holen. Ja, wieso Leonard? Wieso Leonard? Was hat das heute überhaupt noch zu sagen? Ja? Ein Mensch wie Leonardo da Vinci. Das in ein paar Worten. Hm. Im Ernst. Ja, Leonardo ist hochaktuell. Das wissen die wenigsten wahrscheinlich gar nicht, weil sie immer denken, ja, die Renaissance, die war ja mal unglaublich wichtig für unsere Kulturgeschichte. Und all die Entdeckungen, all die großartigen Menschen, die da versucht haben, neue Wege zu gehen. Aber Leonardo sprang eigentlich völlig auf dem Rahmen. Weil Leonardo, er der Außenseiter war, der Eigenbrötler, der aber versucht hat, über die Sinne, über die Erfahrung nach Wahrheit zu suchen. Das heißt also, er hat weniger gelesen, er hat ja auch in seiner Schulbildung kein Latein gelernt. Er war eben aufgrund seiner unehelichen Geburt schon nicht mit dem goldenen Löffel im Mund, wie man so schön sagt, oder mit dem silbernen, sagt man goldenen oder silbernen Löffel im Mund, geboren. Das heißt, er hat sich alles selber angeeignet durch Beobachtung. Und das war ihm auch immer wichtig. Und er hat oftmals auch über die Intellektuellen ja nicht so gut gesprochen, weil er gesagt hat, die lesen sich alles an und denken das alles nur in der Theorie durch. Und Leonardo war eben der, der versucht hat, es in der Praxis umzusetzen und auch zu leben. Das klingt jetzt alles sehr spannend schon, ja. Und eigentlich hochaktuell. Ja? Ja. Das reine Wissen, ja, der reine Fakt, ist es gar nicht. Ja. Wie kam Leonardo dazu, überhaupt auf die Sinne zurückzukommen? Also warum die Sinne? Er war nun durch die Umstände, dass er jetzt keine klassische Schulbildung in sehr jungen Jahren genoss, die hatte er später erfahren, dadurch, dass er ja die Möglichkeit hatte, nach Florenz zu kommen und da in eine Ausbildung, in die Werkstatt von Andrea del Verrocchio zu kommen, wo eben auch nicht nur Kunst und Technik unterrichtet wurde, sondern sich auch über neue philosophische Strömungen unterhalten wurde. Das hat er aber erst nachher erfahren. Also er ist groß geworden in der Natur. Er war ein Kind dieses Umfelds hier, wo wir uns befinden, diese unglaublich beeindruckende Landschaft des Val d'Arno. Und er hat hier nun sehr viel Zeit gehabt, die Natur zu beobachten, den Vogelflug, wo er sich gefragt hat, wie kann ein Vogel überhaupt fliegen? Die Wirbel, die Strömungen des Wassers, der Flüsse. Die Balze. Die Balze, die wir hinter uns sehen, die man hier überhaupt nicht vermutet. Wir kennen die toskanische Landschaft als die Täler mit den Zypressenalleen und dieses Liebliche. Aber diese Gebirgsformation hier, die finden wir auf einmal in so vielen Werken Leonardos. Da ist man natürlich zuerst mal überrascht und sagt, Moment, wo hat der eigentlich diese Felsen her? Ne? Und er hat hier beobachtet. Er hat hier gelebt, er hatte sehr viel Zeit in seiner Kindheit, dementsprechend die Natur zu erfahren und wollte wissen, wie funktioniert die Natur. Nicht rein nach mechanischen Gesichtspunkten, so wie nachher Descartes, der sagt, na, Mensch ist eher eine Maschine, ein Automat, sondern er hatte eben auch diese spirituelle Komponente dabei. Und da gibt es so eine Anekdote, dass er einmal eine Höhle entdeckt hat. Und in dieser Höhle gab es natürlich zu erkunden ein Geheimnis. Er hat natürlich wissen wollen, was steckt dahinter. Und dann, das, was wir von der Religionswissenschaft kennen,
stand er zwischen diesen Gefühlen des Tremendum et Faszinans. Also auf der einen Seite das Ehrfurcht haben, vielleicht sogar erschüttert sein vor dem Dunkel, vor dem Unheimlichen, was so eine Höhle verbirgt. Und dann aber das Faszinierende, diese unglaubliche Leidenschaft und Neugierde, Dinge herauszufinden. Der wollte da rein, aber ne, das war so dieses Traumig, oder? Das bringt mich dann aber schon auch auf die Idee des Fumato. Ja? Ja. Also die Art, wie er malte, dieser kleine Zwischenraum, dieses Verschwommene, Verrauchte, dass die Formen nicht klar definiert waren. Mhm. Und da in diesem Dazwischen, da liegt ja auch ein Geheimnis. Und das ausgerechnet in unserer Zeit, wo alles klar sein muss. Ja. Und alles entweder oder, ja oder nein. Ja, genau. Und er ging dann eben so auf diesen, auf das Dazwischen los. Ja. Und auf das Geheimnis, das darin liegt. Das ist faszinierend, ja. Ja, ja, Grenzen verschwimmen. Die Fähigkeiten zu entwickeln, eben nicht nur in Schubladen, in Kategorien zu denken, sondern auch die, was man heute sagen würde, Ambiguitätstoleranz zuzulassen, Paradoxien, Ungereimtheiten einfach mal stehen zu lassen. Also das, was ich immer so schön erkläre, zwischen Ratio und Emotio, zwischen Logos und Mythos, zwischen entweder oder und sowohl als auch, das sowohl als auch einfach mal stehen zu lassen. Einfach mal mit den Sinnen auf sich wirken zu lassen, dass es eben nicht unbedingt sein muss, alles in Schubladen zu packen. So wie Aristoteles es später gemacht hat. Früher. Wir kennen das von Platon. Der hat ja nun diese große Theorie der Welt der Ideen. Und daher sehen wir beide nebeneinander, von Raphael in der Schule von Athen dargestellt. Und natürlich hat Raphael Leonardo da Vinci als Platon porträtiert, der mit dem Finger nach oben zeigt. Der sagt, es ist die Welt der Ideen, die Welt der Spiritualität, der Mystik und durch die Naturerfahrung das direkte Verbinden können mit dem Metaphysischen. Ja, dieser Eindruck entsteht ja auch, wenn man zum Beispiel Gemälde wie die Mona Lisa anschaut. Das ist ja eine Einheit. Und die Natur und der Mensch, die wirken ja zusammen. Das ist ein Ding, ja, also eine Einheit. Ja. Und ja, nicht so wie zum Beispiel Piero della Francesca oder andere Maler, auch Masaccio, der ja körperlicher war. Mhm. Leonardo hat ja immer das Körperliche sehr auch zwar sehr realistisch gemalt, aber dann doch auch durchgeistigt. Ja? Ja. Es war immer etwas Feinstoffliches dabei und etwas, was nicht greifbar ist. Die Grenzen verschwimmen. Mhm. Und das ist das, was Leonardo auch immer wieder versucht hat, in die Welt zu bringen. Einmal, dass es Dinge gibt, die man einfach in Geheimnis lassen sollte. Er hat aber auf der anderen Seite, und das zeigt seine Ambivalenz, auch immer versucht, Grenzen zu überschreiten. Er hat verbotenerweise natürlich damals Leichen seziert und die anatomischen Studien waren ihm dadurch möglich. Er hat das aufgezeichnet in seinen Tagebüchern. Und er hat viele Dinge einfach ausprobiert, die einfach Tabuzonen waren. Er hat versucht, Grenzen zu überschreiten, Grenzen zu sprengen. Natürlich war das verbunden mit dem Wunsch nach Ruhm und der Vorstellung, seinen Namen in der Welt zu halten. Und dabei war ihm nicht primär die Malerei wichtig, sondern zunächst mal die Architektur. Also die Gesetzmäßigkeiten, der Statik, die Ästhetik, die schöne Form. Also das, was er auch in der Natur vorgefunden hat, jetzt auch durch Technik umzusetzen. Und dabei eben ist diese wunderbare Zeichnung des vitruvianischen Menschen entstanden, den er
ja natürlich noch unwesentlich als Ikone der Renaissance geschaffen hat. Also die Zentrierung auf den Menschen, aber gleichzeitig auch, wenn man so will, ein Algorithmus zur Quadratur des Kreises. Ja, das würde ich gerne näher wissen. Gut. Ja, der Name geht ja zurück auf Marcus Vitruvius Pollio, ein berühmter römischer Architekt, dessen Schriften zur Architektur zehnbändig dann in der Renaissance wieder gelesen wurden. Daher Renaissance, Rinascimento müsste es eigentlich heißen, weil es in Italien begonnen hat. Und er, also Pollio, also Vitruvius, nun wiederentdeckt wurde in seinen Darstellungen, wie man Proportionen, wie man mit Proportionen umgeht. Da spielt dann auch wiederum die Beschäftigung mit der sogenannten heiligen Geometrie mit rein. Wer hat das dem Leonardo beigebracht? Ja? Das war Luca Pacioli, einer der berühmtesten Mathematiker seiner Zeit. Und dadurch, dass Leonardo ja nur durch die Empfindung den Zugang hatte zu all diesen Gesetzmäßigkeiten, hat Pacioli ihn eigentlich dann in die Mathematik eingeführt, in die Geometrie eingeführt. Also das, was er dann nachher in der Architektur auch begonnen hat umzusetzen. Und Leonardo hat für Pacioli dann gezeichnet. Ja, ja, ja. Da gibt es dieses berühmte Werk, die Vene Proporzione, die illustriert wurde dann von Leonardo, wo er über die platonischen Körper hinaus wunderschöne Darstellungen von diversen geometrischen Körpern illustriert hat. Ein wundervolles Werk. Also das berührt mich immer wieder, weil ich weiß, Leonardo wollte eben über die reine Technik hinaus damit eben auch verdeutlichen, diese spirituelle Komponente, das alles letztendlich, so wie es in der Bibel heißt, Gott geordnet hat nach Maß, Zahl und Gewicht. War Leonardo gläubig? Ich denke schon, dass er das war. Aber er hatte ein großes Problem mit der Kirche. Da gibt es natürlich auch verschiedenste Theorien. Du weißt, die Bände über Leonardo, die Forscher, die Theorien füllen Bibliotheken. Ich denke, er hat sehr früh eine große Affinität gehabt zu Johannes dem Täufer. Der war wichtig, nicht nur für, ich sag mal, die Vita Leonardos, weil er ja Schutzpatron auch von Florenz war. 24. Juni. Ja, genau, richtig, Johannistag. Aber darüber hinaus findet man in den Werken von Leonardo unterschiedlichen Darstellungen, einmal bei dem Erzengel Uriel, aber auch beim heiligen Thomas, aber besonders eben auch bei Johannes dem Täufer, den er ein paar Mal natürlich verarbeitet hat in seinen wenigen Gemälden, diesen erhobenen Zeigefinger. Das ist quasi ein Markenzeichen von Leonardo gewesen. Und was bedeutet der? Ist das eine Mahnung? Ist das ein Wegweiser nach oben? Was ist das? Ja, zunächst mal ist es interessant zu sehen, dass gerade sprachen wir über die Schule von Athen, dass Raphael genau diese Geste gewählt hat. Und dieser erhobene Finger ist natürlich in der Kunstgeschichte erstmal verbunden mit Johannes, weil es heißt, schau her. Das wird mein Nachfolger werden. Dieser Finger zeigt oft genug auf Jesus oder auf Gott Vater im Himmel. Da könnte man sagen, das ist ein hinweisender Finger. Aber Johannes war dafür bekannt, dass er sein Motto hatte, kehre um. Was bedeutet ja, das? Ja. Ja, kehre um heißt, so verstehe ich es, es gibt diese schöne Darstellung von Johannes dem Täufer bei Leonardo, wo er einmal den Finger in den Himmel weist, aber auch quasi mit der anderen Hand sich auf die Brust fasst. Mhm. Und da fällt mir dieser Spruch ein, den Meister Eckhart formuliert hat mit Gottes Reich ist inwendig in euch. Kehre um heißt, kehre in dich ein. Schaue in dich selbst. Mhm. Wer du bist, erkenne dich selbst. Und die Antwort findest du in dir und nicht
In der Welt. Ja. Das lässt mich denken auch an Petrarca und die Wanderung auf dem Mont Ventoux, als Petrarca bei eben oben Augustinus aufblätterte und dort eben stand, ihr schaut immer in die Welt und die Ozeane und die Meere und die Flüsse und die Berge, aber nicht auf euch. Mhm. Ja? Mhm. Also die Idee auch, dass man in sich geht und doch wieder auch zu sich kommt, bei sich ist, scheint mir auch eine gute Idee zu sein. Ja, bei der Gelegenheit möchte ich aber jetzt doch wirklich mal ein paar Worte zu dir sagen, weil du nämlich dich natürlich in der ganzen Geschichte der Renaissance hervorragend auskennst. Dein Name ist Barbara de Maas und du bist Journalistin, du bist Autorin und du hast einige Bücher geschrieben über die geistigen Größen dieser Zeit, unter anderem auch über Dante Alighieri, aber eben auch, und das hatte mich besonders fasziniert, in dem Buch Prato Magno über Poggio Bracciolini. Prato Magno ist da oben. Prato Magno ist da oben. Hinter dem Palze. Genau. Und den kennt kaum einer. Ja. Dabei war der so wichtig für diese Zeit. Magst du vielleicht ein paar Worte über ihn sagen? Also was hat ihn so ausgezeichnet? Ja, gerne, aber ein paar Worte langen da ja nicht. Ja, genau wie bei Leonardo. Ja, Poggio Bracciolini war Sekretär von 8 Päpsten. Mhm. Aber zuvor war er ein ganz banales Landei hier 2 Dörfer weiter. Mhm. Hatte kein Geld, kam aus keiner guten Familie. Also das Ganze ließ sich eigentlich nicht besonders gut an, aber er konnte schreiben und deshalb ging er als Schreiber zuerst an die Kurie zu den Päpsten, hat kopiert. Damals gab es ja noch keinen Druck, der kam ja erst später und auch dafür wurde Poggio Bracciolini ja wichtig. Also er begleitete die Päpste, begleitete auch den damaligen Johannes den 23., der dann abgesetzt wurde nach Konstanz auf das Konzil. Ja. Der wurde dann, wie gesagt, abgesetzt. Mhm. Kam ein neuer Papst. Der nahm Poggio nicht mehr in Arbeit. Deshalb war er arbeitslos und ging in die Klöster, um dort Schriften zu suchen. Denn das war seine Passion. Antike Schriften, die Antike wieder zu beleben. Und in einem wahrscheinlich deutschen Kloster, man munkelt Fulda, hat er die letzte Kopie von De Rerum Natura von Lucrez gefunden. Und da sind wir ja wieder bei Leonardo. Richtig. Es hängt ja alles zusammen. Richtig. Denn Lucrez schreibt in diesem Werk, man braucht keine Religion, man braucht keine Autoritäten. Benutze deine Sinne. Du kannst die Welt mit deinen Sinnen begreifen. Und das ist ja auch das Credo von Leonardo, Richtig. Nach meinem Verständnis. Und auch steht drin, die Welt besteht aus Materie und Leere, Atomen, ne, die kleinen Samen und Leere. Also diese Elemente zum Beispiel machten dann 1417 ab 1417 die Runde in Florenz. Und natürlich, dann kamen sie dann zu Lebzeiten von Leonardo, wurden natürlich auch da diskutiert. Poggio Bracciolini hat sich nicht nur so hervorgetan, sondern hat zum Beispiel alle Schriften der Antike aufgeschrieben. Ja, er wurde wichtig für die Archäologie. Er hat dann allerdings auch, weil er eben gut schreiben konnte, bei dem Konzil, das in Florenz stattfand danach, 1437 ungefähr bis 39, also zuerst in Padua glaube ich, und dann nach Florenz kam, da hat er etwas aufgeschrieben, eine Lebensbeschreibung eines Kaufmanns, Niccolò de Conti. Und dieser Kaufmann, so ähnlich wie Marco Polo, ist 25 Jahre durch die Welt gereist, die ganze Welt, hat viele Abenteuer erlebt und wurde natürlich als Kaufmann Muslim, weil er sich, ne,
anders konnte er das nicht in den muslimischen Ländern. Mhm. Als er wieder zurückkam, 25 Jahre später, kam er zum Papst, ging aufs Konzil und sagte, jetzt möchte ich wieder christlich werden. Da sagte der Papst, tut mir leid, geht nicht. Ja? Mhm. Es sei denn, du schreibst deine Geschichte auf. Jetzt konnte der De Conti gut rechnen, aber weniger gut schreiben. Deswegen Poggio Bracciolini zur Seite, diktier ihm das. Ja? Und da hat Poggio Bracciolini eben die ganzen Distanzen aufgeschrieben, welche Gewürze, Edelsteine und so weiter es gibt in den einzelnen Ländern. Und nach diesem Muster, also nach dieser Geschichte, die es ja heute noch gibt, hat ein Mathematiker danach eine Weltkarte konstruiert, die der Mathematiker später, das war Paolo del Pozzo Toscanelli, ein ganz wichtiger Mathematiker, die der dann später Christoph Kolumbus zugespielt hat. Ja. Und mit dieser Karte ist dann Kolumbus nachher in See gestochen. Also das waren so ein paar Sachen. Eine weitere Sache, die uns immer noch beschäftigt, jeden von uns, jeden Tag. Poggio Bracciolini hat eine wunderbare Schrift. Und diese Schrift, heißt es, hat danach ein venezianischer Buchdrucker, Aldo Manuzio, als Vorbild genommen für den Buchdruck. Mhm. Und die ist heutzutage noch bekannt unter dem Namen Antiqua. Ja. Und ja, das ist natürlich auch Times Roman, ja, also das da lacht Times, der Typograf ja. In mir. Ja, insofern es verzahnt sich alles, nicht? Ja. Also Poggio Bracciolini, der hier geboren war, wie Leonardo da Vinci, der auf der anderen Seite von Florenz geboren war, aber beide im Einzugsbereich, die sich dann natürlich über die Zeiten hin letztlich verständigt haben, deren Interesse dann doch Berührungspunkte hatte. Ja. Ja, und diese Landschaft, die spielt da eben auch mit rein, nicht? Und, absolut faszinierend, ja. Und insofern war es uns beiden ja ein Anliegen, in dieser Landschaft auf Spurensuche zu gehen. Ja. Und auf den Spuren von Leonardo diesen nachzuspüren. Ne? Ja, und das ist wirklich ein Abenteuer. Wir haben gerade ein Seminar hinter uns, was wir anbieten über Ars Vivendi. Und wir sind auf den Spuren von Leonardo hier im ganzen Umfeld herumgereist. Wir haben Abstecher nach Florenz gemacht. Wir haben in den Uffizien seine Werke gesehen. Und wir haben zum Schluss auch das Museum Galileo Galilei besucht. Auch unglaublich imposant, was aus diesen Anfängen, natürlich entdeckt aus den Codices, aus den Tagebüchern, die Leonardo ja während seiner ganzen Forschungsarbeit geführt hat. Es sind noch über 6.000 Blätter erhalten, aber es waren wahrscheinlich doppelt so viele, die dann nachher nach seinem Tod in der ganzen Welt von Francesco Melzi verschachert wurde. Und die haben eben diese Rezeptionsgeschichte. Es wurde studiert, was Leonardo damals an umwerfende Neuerungen gebracht hatte. Und inspiriert dadurch haben eben ganz viele Forscher seine Ideen aufnehmen können. Und dann gerade in der Zeit über den Barock, über die Aufklärung, waren diese Themen immer wieder in der Wissenschaft neu zu entdecken und weiterzuführen. Ja, und was mir einfällt in diesem Sinne ist eben auch, natürlich heißt es immer, der war ein Universalgenie. Mhm. Ja, 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 das ist heute nicht mehr möglich, weil und so weiter. Man kann sich nicht so tief einarbeiten. Aber ich denke doch auch, dieser Anspruch, ja, also sich für viele Sachen zu interessieren, wie heißt es so schön auch schon bei Dante oder Aristoteles, dieses, der Mensch ist geboren, der Mensch will wissen, ja, und er will wissen in 360 Grad. Also nicht nur der Experte ist gefragt. Und da sind wir wieder eigentlich bei dem Auslöser für den Humanismus und die Renaissance, dass nämlich die Leute damals
weg wollten von der Scholastik, ja, von dem Expertentum, mhm, die sich dann eben auf einen Kommentar kaprizierten oder Erklärungen da eben diskutierten, sondern sagten, wir müssen zu den Quellen gehen, ja, wir müssen wieder zurück zu dem gehen, was einfach die antiken Quellen zum Beispiel sind, wo wir also nicht nur die Kommentare lesen, mhm, sondern eben die Quellen. Und wir müssen weiter einen weiteren Horizont haben. Auch ja? Eine von diesen Motti, Leonardos, ist ja, habe den Mut, stetig zu hinterfragen. Also das, was Karl Popper nachher als Falsifizierbarkeit als Grundlage wissenschaftlichen Denkens eingefordert hat. Also auch den Mut und die Größe zu haben, dass man sagt, ich habe mich geirrt. Und dann fängt man vielleicht von einer anderen Perspektive an. Und das hat Leonardo auch ausgezeichnet, dass er nicht daran interessiert war, ein Dogma zu vertreten, so wie die Scholastiker, die natürlich einen Allgemeinheitsanspruch vertraten. Die sagen, wir legen hier dementsprechend die Grundlage fest, wie man zu denken hat, wie man zu sprechen hat, wie man zu leben hat, über den Klerus, sondern die eigene Erfahrung, das Hineinspüren, was tut mir gut und was sind meine individuellen Ansichten. Und dann eben sich auch zu trauen, wie zum Beispiel Lorenzo Valla, ein Zeitgenosse von Poggio Bracciolini und ein Intimfeind, kann man auch sagen, mhm, ja, von Poggio. Die haben sich ja unglaublich gestritten, mhm, und gefetzt, diese Leute. Also die waren nicht politically correct. Und Lorenzo Valla aber, mhm, hat bewiesen, dass die konstantinische Schenkung ein Fake war. Ja. Ja? Ja. Und das Lustige dabei war, Lorenzo Valla hat ja für die Kirche gearbeitet. Mhm. Ja, und überleg dir das mal. Das ist ja schon verrückt. Und diesen Mut aufzubringen, mhm, zu sagen, ich arbeite für die Kirche und sag, du ich erzählst. Bin an der Wahrheit interessiert. Genau. Die Wahrheit, ja, steht letztendlich über den Dogmen, ja, und über auch meinem Ruf, den ich ja, ja, drohe zu verlieren. Ja. Aber ich bin verpflichtet, na, eben dieser dieser höheren Erkenntnis, dieser Wahrheit. Und trotzdem, wie sich beide gestritten haben, war es ja doch ein Dialog auf Augenhöhe. Die haben sich gegenseitig respektiert in dem, dass sie sagen, ja, der andere hat die Meinung, also deshalb muss ich den ja nicht jetzt hassen lernen oder verurteilen oder, natürlich, ja, natürlich ist man im Disput. Aber dieser Disput ist doch wichtig, um daraus vielleicht etwas anzunehmen, wo beide Seiten Möglichkeit haben, etwas Drittes, was beide eint, zu entdecken. Genau, das ist dann sozusagen das Hegelschild dann schon. Ja, ja, genau, das ist die Dialektik. Das natürlich ist die Dialektik, ja, weil sich dadurch natürlich auch alles schärft. Richtig. Also ich meine, die Ideen werden ja dann besser herausgearbeitet. Mhm. Und was Poggio Bracciolini, der dann sozusagen in der zweiten Lebenshälfte diesen Elan, natürlich den er als Jugendlicher hatte, etwas verloren hat. Und dann, er war ja auch dann ziemlich frustriert, dass er sagte, das sind nur noch Karrieristen, mhm, die studieren nur noch Latein, um Karriere zu machen. Das ist genau wie bei Leonardo, ja, ne, der ja auch gesagt hat, genau, ne, was, ja, interessieren mich diese Theoretiker? Ich will spüren, ich will hier das erleben und dadurch bestätigt finden, mhm, durch die Sinne und durch, mhm, die Erfahrung lernen. Ja, und ist Leonardo doch ganz schön weit gekommen, ja? Ja, auch wenn man immer wieder gesagt hat, er hat wenig zu Ende geführt. Er war natürlich so vielseitig interessiert, dass er ja oftmals das Problem hatte, in welche Richtung bewege ich mich jetzt. Weil ihn alles interessiert hat, hat er sich oftmals verfranst. Er war auch ein Kind seiner Umstände. Denken wir an den Einfall der Franzosen in Mailand. Er musste fliehen. Er musste fliehen, hatte alle keine Projekte, ja, zurücklassen. Und Flo dann bekam dann noch ein Zimmer in Santissima Annunziata. Ja. Musste wieder ganz von vorne letztlich anfangen. Also nicht ganz von vorne, aber eigentlich immer wieder. Immer wieder, auch ja, in Rom, wo er ja nicht klar kam. Wo Leo nachher gesagt hat, das ist einer, der kriegt nie etwas zu Ende. Na, über den brauchen wir uns jetzt nicht weiter zu unterhalten. Hat dann Michelangelo natürlich präferiert. Und dennoch, sein Kern, seine Botschaft, sein Vermächtnis, das sind ja nicht nur seine Tausende von Aufzeichnungen, sondern eben darüber hinaus auch die Idee, mit den Sinnen wahrzunehmen, das Sfumato zuzulassen, also offensichtliche
Widersprechungen, kognitive Dissonanz. Ja, Nikolaus von Kues. Coincidentia oppositor. Genau. Ne? Also der Zusammenfall der Gegensätze und dadurch vielleicht zu einer tieferen, auch metaphysischen Erkenntnis zu kommen, dass wir letztendlich alle miteinander verbunden sind. Auch das hat Leonardo ja versucht zu vermitteln in seiner Perspektive, dass er ein Mittler war zwischen Naturwissenschaft und Kunst und Spiritualität und all den Bereichen, die ja quasi für ihn keine Trennung waren. Es ging alles ineinander über. Und dieses Synkretistische. Das ist doch toll. Also, interdisziplinär, ja. Und, aber, ja. Und es gibt auch eben zum Beispiel neue Anstöße. Ja, es muss ja nicht alles immer bis ins Letzte durchdacht sein. Mhm. Aber der Hubschrauber von Leonardo oder die Kanonen, der Panzer. Der Fallschirm, das Auto. Der Roboter. Das Fahrrad oder auch nicht von Leonardo, nicht. Weiß man nicht. Aber diese Geistesblitze, das finde ich, täte uns ja auch gut. Ja, in unserer Zeit. Weil er ein Freigeist war. Genau, dass man die Sachen erstmal so andenkt. Mhm. Ja, es muss ja nicht alles zu Ende gedacht werden. Kann ja jemand anders weiterdenken. Ja, aber man muss in die Handlung kommen. Genau. Man darf nicht immer nur darüber sprechen. Man muss auch Wege finden, diese Ideen umzusetzen, auch wenn sie noch nicht vollkommen sind. Aber man muss in Aktion kommen. Sonst bleibt man eben in dieser Theorie. Und in unserer Zeit bleibt man eben im Lamentieren, im Klagen, was alles schlecht läuft. Und kommt darüber hinaus nicht in eine Richtung, wie würdest du es denn anders machen? Und zwar Leonardesque, also nicht zu sagen, wir müssen innerhalb unseres Systems nur ein paar Schrauben justieren, sondern was wäre denn, wenn wir alles neu überdenken? Die ganzen Strukturen überdenken, die wir nicht anders kennen seit unserer Jugend, wo wir natürlich Scheuklappen tragen. Wo wir sagen, ja, wir können es uns nicht vorstellen. Wir befinden uns gerade in einer großen Anwandlung, in einem Nebel, wo wir sagen, ja, wir haben noch keine Lösung. Aber wenn wir nicht auf der Spur bleiben, diese Lösung für uns zu entdecken, neugierig zu sein, voller Leidenschaft, voller Intuition und Kreativität, dann werden wir nicht weiterkommen. Und auch keine Sorge haben, sich auch mal zu irren. Ja. Ja. Und dass man da nicht gleich... Dogmenschaft und so weiter, ja. Also doch, das sind schöne Denkanstöße. Ja, das ist die Kernbotschaft dabei. Und ins Spüren. Ja. Wieder ins Spüren, in die Eigenverantwortlichkeit. Leonardo war ja nun dadurch, dass er durch diese Umstände auch immer hin und her gerissen war zwischen, ich möchte in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen, ich möchte anerkannt werden, in all dem, was ich tue, nicht nur als Künstler, sondern auch mit meinen philosophischen, gar ketzerischen Gedanken zumindest meine Meinung sagen dürfen. Und auf der anderen Seite dieses, bin ich gut genug? Na, ich habe eine nicht ganz ideale Herkunft und werde ich von der Gesellschaft überhaupt akzeptiert und wahrgenommen? Ja, wobei man natürlich sagen könnte, ketzerisch, nach der Aufklärung sollten wir ja einen Schritt weiter sein. Ja. Also das heißt, wir sollten jetzt an dem Punkt sein, wo auch unbequeme Meinungen Gehör finden oder dass man neue Wege auch vermehrt geht. Ja, das wäre doch eigentlich gesund. Ja, und Leonardo hatte es, würde man annehmen, eigentlich schwerer. Richtig. Sollte man meinen, ja. Ja, ja. Ja, ich meine, als Kind war er Zeit, aber natürlich auch in dem Glück, dass zu dieser Zeit so viel im Umbruch war. Also genau wie aktuell, dass eben auch die vorgefestigte Meinung des Mittelalters sich ein wenig zu lockern begann, insofern, dass man eben auch den Menschen mehr ins Zentrum stellte und nicht das Dogma. Ich meine, es wird ja oftmals immer gesagt, okay, in der Renaissance, das war eine Wiedergeburt von ganz vielen Entdeckungen, aber auf philosophischer Seite war es ja die Wiederentdeckung der Antike, aber immer noch in einer christlichen Welt.
pfeift also die christliche Welt. Mhm. Der Druck der Kirche war ja allgegenwärtig immer noch da. Denken wir an Savonarola, der da ein paar Jahre dieses Regime geführt hat. Ja, ja, Verbrennung, ne? Fegefeuer der Eitelkeit, Kinder denunzieren die Eltern oder ja. Was immer. Ja, ja, genau. Also Leute, die eigentlich kreativ waren, die Ästhetik nun bevorzugten. Lorenz und Manif. Ja, ja, das waren auf einmal alles Querdenker. Ja. Das waren, ne, also das war nicht so, wie Savonarola sein neues Jerusalem haben wollte. Nämlich nur Büßer, die nur sagen, was die Obrigkeit vorgibt und ja, am besten gar nicht mehr denken. Ja, ja, richtig. Ja. 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 Also eine völlige Verengung der Sichtweise. Es gab nur noch eine Wahrheit. Und selber denken lieber nicht. Und wenn man jemanden erwischte, der nun ein wenig auf dem Ruder lief, der wurde dann gleich angezeigt. Ne? Und dann kam die Kinderarmee und haben den verdroschen. Ja, das ist ja auch sehr interessant, nicht? Dass Kinder eingespannt werden. Ja, die unschuldigen Kinder, ne? Die dann die Wahrheit verkünden oder sagen, wo es lang gehen soll. Genau, die quasi die Propaganda in Reinkultur miterleben, die kannten das nicht anders. Die sagten, wir saugen das auf und verarbeiten das weiter. Nur, Gott sei Dank, war sein Idealstaat nicht sehr lange. 4 Jahre immerhin. 4 Jahre immerhin. Ja, da in 4 Jahren kann man vielen Leuten den Kopf verdrehen. Ja. Reichen auch schon 2. Auch, ja. Ne? Und insofern hat es sich dann nachher gegen ihn gewendet. Und dann kamen ja auch nachher die Medici wieder zurück. Und all diese Phasen, die Florenz dann durchlebte, na, auch als Republik oder dann, ne? Aber die Florentiner, und das ist natürlich auch das Besondere an Florenz, die Florentiner hatten ja immer diese ganz starken republikanischen, diese Seele, dass sie eben... Das freiheitliche, freie Denken. Dass sie sich selbst regieren wollten, dass sie sich selbst bestimmen wollten und dass sie eben Bürger waren letztlich, die sich auch gegen die Aristokratie damals natürlich oder auch die Reichen dann behaupten konnten. Ja. Ja? Also deswegen auch zum Beispiel ein Poggio Bracciolini, der dann so vom Nichts kommend eben doch eine ganz wichtige Stellung einnehmen konnte und diese dann auch, der wurde dann ja auch zum Kanzler von Florenz. Ja, also seine letzte Stelle war ja Kanzler von Florenz. Mhm. Also eigentlich war das Sozialgefüge auch sehr durchlässig. Ja. Die Gesellschaft war damals durchlässig. Eben auch wie Leonardo, dass Leonardo eben als uneheliches Kind Möglichkeiten hatte. Zu Ruhm und Ehren kam. Mhm. Na, hat eine ganze Zeit gedauert. Aber ich denke, auch diese freiheitliche Seele war auch bedingt dadurch, dass den Florentinern sehr, sehr früh klar war, Demokratie will immer wieder neu errungen werden. Es ist immer wieder ein Kampf, es ist immer wieder ein Disput. Und das erklärt ja zum Beispiel auch den David, den Michelangelo ja auch geschaffen hat. Der kleine David, ich meine, ne, von ihm nicht ganz so klein, aber der gegen den großen Goliath angetreten ist. Den übermächtigen Goliath? Eine Seite, die quasi in der Ohnmacht steht, gegenüber einem Giganten, der bezwungen wurde, weil ein kleiner Geist den Mut hatte zu sagen, ich stehe auf und ich gehe gegen den an. Ja, und auch das ganze System. Ne? Man kann ja sich auch das System anschauen. Ein Wahlsystem in Florenz damals. Alle 2 Monate wird neu gewählt. Das hat sich in Italien jetzt auch nicht so ganz verändert. Ja. Also öfter wechselt mal die Regierung. Aber auch, dass es wurde ja aus einem Säckelchen sozusagen ein Name gelost. Mhm. Ja, es konnte jeden treffen, der seine Steuern brav zahlte und der ein Bürger war. Das ist ein altes athenisches Prinzip. Ja. Ne, dass jeder eine Zeit lang, ne, ein- oder zwei Legislaturperioden, den Dienst am Volk antritt,
In Athen war das ja damals so, dass quasi sein Laden weiterfinanziert wurde. Also er wurde bezahlt, brauchte sich keine Gedanken zu machen. Sein Laden lief weiter. Er ging in die Politik und dann ging er aus der Politik auch wieder raus. Genau, in Florenz 2 Monate. Ja. Yeah. Und die wurden ja eingesperrt im Palazzo Vecchio, damit sie nicht korrumpiert wurden oder irgendwie bedroht wurden. Und dann war es auch wieder gut. Ja, also dann das der ist nächste. Ein demokratisches. Das ist vielleicht was anderes. Ja, ja, also ja, Modelle gibt es natürlich viele. Aber diese, ja, diese Seele der Republik, die immer wieder durchkam, nach Savonarola, mit Machiavelli, ja. Und dann natürlich auch Michelangelo war ja republikanisch gesinnt. Ja, natürlich. Ja, also diese, dass man eben nicht einem Fürsten hinterherläuft, einer Autorität hinterherläuft, sondern sagt, das können wir auch. Ja, ja. Ja? Michelangelo war ja auch ein großer Anhänger von Brutus. Wo man dann auch so sagen, ja gut, Brutus hat das jetzt mit anderen Mitteln. Das ist natürlich auch die Umwertung der, nicht? Also Cäsar und Brutus. Ja, wer ist der Gute? Ja. Ja? Ist das dann ein Tyrannenmord? War Cäsar ein Tyrann? Oder eine Befreiung. Oder eine Befreiung, ja. Was ist es? Also war der Cäsar der Gute und der böse Brutus? Mhm. Ja, wie sehen wir das Ganze? Ja. Und Michelangelo hat nach dem David ja auch die Figur des Brutus nicht fertig gemeißelt. Mhm. Aber das kann man ja auch in Florenz anschauen. In Bargello. Und ja, und insofern ist die Geschichte natürlich gerade in Florenz so dicht und auch erzählt so viel, wie Leonardo gibt so viele Anstöße auch für heute. Ja, ja, dadurch hängt unser Herz auch hier. Und daher haben wir auch immer wieder hier einen Ort gefunden, wo wir Menschen die Gelegenheit geben, das auch nacherleben zu können. Und auch darüber hinaus nicht nur die Geschichte zu hören und die Philosophie, die Denkströmung, die wir vermitteln wollen, sondern auch die Diskussion darüber, die neuen Gedanken, die wir eigentlich auch nur im Dialog schaffen können. Das ist ein wunderschöner Punkt, ja. Der Dialog, der dann doch zu neuen Erkenntnissen führen kann. Mhm. Und das ist dann wieder relevant für uns heute, ja. Also es geht nicht um die Vergangenheit, es geht um uns. Es geht um uns. Ja, das ist das, was diese großen Köpfe, Racciolini, Da Vinci, so viele mehr, uns heute mit auf den Weg geben. Das versuchen wir rüberzubringen und in die Welt zu gehen. Ja, das versuchen wir. Aber es war schön, mit dir darüber zu sprechen. Hat mich gefreut. Wir machen weiter. Wir fangen erst an.